Probleme. Probleme. Wer hat sie nicht? Jeder kennt es. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten von Problemen. Und manche sind Dinge, auf die man keinen Einfluss hat, die übereinkommen, die schwierig sind. Aber oft sind Probleme Dinge, die direkt mit uns und unseren Vorstellungen, unserem Lebenswandel zu tun haben. Manche Probleme sind tatsächlich selbst gestrickt. Es sind unsere Probleme. Beispielsweise, weil wir in manchen Punkten nicht diszipliniert sind, weil wir falsch denken, weil wir irgendwelche Bindungen nicht loslassen wollen, weil wir an irgendwelchen Sachen festhalten, wo wir wissen, das ist nicht gut, die sollten wir schon längst geklärt haben. Irgendwelche Dinge, wo wir nicht wirklich so leben, wie wir eigentlich wissen, dass wir leben sollten. Es gibt solche Art von Problemen. Und ich habe einen interessanten Satz diesbezüglich gehört. Und der hieß, die Lösung vom Problem ist die Lösung vom Problem. Interessant, nicht wahr? Was damit gemeint ist, wenn man dieses Problem lösen will, dann heißt das, man muss sich davon lösen. Man muss sich von dem Problem, von dem, was das verursacht, lösen. Man muss also sein Verhalten ändern. Man muss sich lösen von dem falschen Denken, von den falschen Erwartungen, von dem falschen Verhalten, was man einfach hat und was dieses Problem verursacht. So, und da dürften wir alle am besten wissen, was vielleicht Probleme in unserem Leben sind, die genau daher kommen. Im Deutschen ist ja sehr interessant das Wort Problem lösen. Ein Problem zu lösen heißt, dass man es losmacht. Dass man es aufmacht, dass man sich davon löst. Ja, das Gegenteil von binden. Und das ist gerade der Punkt. Wir sind häufig an Sachen gebunden, von denen wir wissen, dass wir davon gelöst sein sollen. Und wenn wir uns davon lösen, ist auch das Problem gelöst. Manche Probleme liegen nur daran, dass wir irgendwie an falschen Verhaltensweisen noch festhalten. Und wir können vielleicht viel dafür beten. Der Herr sagt uns, Achtung, ändere dein Verhalten, ändere dein Denken, ändere deine Gewohnheiten und das Problem löst sich von ganz alleine. Ein anderer Gedanke, der mir zum Thema Probleme noch kam, ist eine andere sehr markige Aussage. Sage nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß Gott ist. Das ist die richtige Art und Weise. Wenn du große Probleme hast, dann ist es nicht gut, auf die Probleme zu schauen und sich von den Problemen ständig beeinflussen zu lassen und sich ständig um die Probleme zu drehen und wie ein Karnickel auf die Schlange immer auf die Probleme zu schauen, sondern wende deinen Blick auf Gott. Schau auf ihn hin. Richte deinen Blick auf ihn. Dann bekommen die Probleme auch die richtigen Relationen. Die Bibel sagt, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Der Psalmschreiber hat den Eindruck gehabt, seine Füße sind in einem Netz gefangen. Das ist ein Problem. Eine Bindung, gefangen. Und er sagt, meine Augen sind auf den Herrn gerichtet, weil der holt mich da raus. Und das ist genau der Punkt. Sag dein Problem, wie groß Gott ist. Sag, dass du auf den Herrn schaust und die Dinge werden auf einmal eine ganz andere Relation bekommen. In dem Sinne wünsche ich dir, dass deine Probleme tatsächlich zunehmend eine Lösung finden. Denn du hast einen Erlöser, Jesus Christus, derjenige, der deine Probleme lösen will, der dich davon befreien will, der dich frei machen will von den Dingen, die dich gefangen halten, die dich in Bindungen halten und die dich knechten. Er ist der Befreier in deinem Leben. Gott hat mehr für dich.